Herzlich willkommen auf 1000 BSTV. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Stuntfahren am Motorrad. Was braucht es dazu? Welche Voraussetzungen sind nötig? Was muss man beachten? Ich habe einen Experten bei mir. Bleibt dran, das wird ein spannender Beitrag. Ja Leute, wir sind hier eigentlich bei besten Bedingungen am ungarischen Pannonia-Ring bei unseren 1000 PS Track Days zu Gast. Die besten Bedingungen haben sich jetzt leider gerade vor 5 Minuten geändert. Es ist ein bisschen ein Regen hereingebrochen, aber 1,5 Tage haben wir prächtiges Wetter gehabt und ordentlich Gas geben. Und der Kurt neben mir, servus Kurt, schön, dass du da bist. Der hat echt eine coole Show abgezogen und ja, da habe ich auch noch was lernen können. Und damit vielleicht auch ihr jetzt was lernen könnt, haben wir dann am Ende des Videos noch 5 essentielle Tipps, die wird uns der Kurt verraten. Aber zuerst beschäftigen wir uns einmal grundlegend mit dem Thema. Und Kurt, damit ich dich vorstellen darf, du warst ja lange Zeit Teil der Reitwagen-Crew. Mit dem Reitwagen ist jetzt zu Ende gegangen. Wir haben gesagt, so ein leibender Stuntfahrer und außerdem bist du ein cooler Typ. Sowas könnte man bei uns brauchen. Und vielleicht ganz kurz, wenn du ausholst, wie bist du zu dem gekommen? War das irgendwie so in deiner Kindheit schon oder wie bist du zu dem Thema Stuntfahren gekommen? Erzähl ein bisschen. Also ursprünglich bin ich früher ein bisschen BMX gefahren, also so wie alle Kids halt, die halt mit Zweirad von den Eltern versorgt werden, gibt es halt ein BMX. BMX war cool, das habe ich dann viele Jahre gemacht. Wir sind viel BMX-Shows gefahren, ein bisschen so Tricks gemacht und Ding. Und dann hat es natürlich nicht lang gedauert, bis wir älter geworden sind. Und dann haben wir uns halt Motorräder gekauft. Und dann hat es halt natürlich im Zuge dessen, dass wir BMX gefahren sind, haben wir natürlich mit den Motorrädern auch Tricks gemacht. Teilweise legal, teilweise illegal. Aber wir sind halt ein bisschen Hinterrad gefahren, sind meistens auf einen Rübenplatz gefahren. Dort haben wir trainiert. Und so ist diese ganze Stuntfahrerei mehr oder weniger entstanden. Und die Liebe zum Zweirad war immer schon da. Und Zweiräder waren immer schon präsent im Leben und so ist das Ganze halt entstanden. Also eigentlich durchs Radfahren, zum Motorradfahren, Stuntfahren und dann halt in weiterer Folge alles, was mit zwei Rädern zu tun hat. Ja. Ja, ich habe auf jeden Fall echte Freude gehabt, wie ich dazu geschaut habe gestern und wir hatten 2 Motorräder, die du sozusagen in der Reißen gehabt hast. Das eine ist die Yamaha R7, wie sie jetzt neben uns steht. Das zweite war ein Nakedbike, die seht ihr dann in den Bildern, liebe Zuschauer, eine Suzuki GSX 8S. Und jetzt komme ich gleich zu einer ersten Frage an dich, Kurt. Supersportler? Ich nenne das jetzt mal Supersportler, ja, es ist ein bisschen abgespeckt, aber sag mal, Kategorie Supersport versus Kategorie Nakedbike. Mit was geht's leichter oder was sind deine Vorlieben? Also meine Vorlieben prinzipiell sind Supersportler, weil ich halt einfach diesen Style cool finde von Verkleidung und Supersport und das hat auch immer ein bisschen so ein Racing-Feeling, das hat man immer taugt. Aber zum Anfangen, am einfachsten ist es eher mit einer Supermoto, Motocross, schwaches Motorrad, 125er, dass man das richtig lernt, ist das eher einfacher. Also ein Supersportler ist natürlich vom Style her geil, aber zum Lernen ist es schon definitiv schwieriger. Ja, die Aufnahmen waren auf jeden Fall ganz mächtig. Also wie du mit der R7 da am Hinterrad dahinzogen bist und dann musst du irgendwo den Kopf seitlich an der Verkleidung vorbei, weil natürlich da der Verbau auch drauf ist. Ganz, ganz cool. Und ich meine, diese Krückerlenker, das ist wahrscheinlich auch so, dass der breite Nakedbike-Lenker an der Suzuki GSX 8S ein bisschen dankbarer ist und natürlich auch von der Sicht ist weniger einfach drauf an der 8S, wird schon von dem Aspekt her ein bisschen leichter sein, oder? Genau, es ist schon so, wenn man, also jeder Motorradfahrer, der schon mal ein bisschen probiert hat zum Anheben, wird draufkommen sein, dass wenn er ein bisschen höher Hinterrad fährt, irgendwann einmal wieder nichts mehr sehen. Ja? Und ich sage immer, in dem Moment, solange man vorne drüber schauen kann, ist alles noch safe. Ja? Wenn sich das Ding einmal vor dir aufbaut und du siehst nur mehr den Tank und siehst die Holme von der Gabel, dann ist schon eher so Wheelie fahren, wo man sagt, jetzt kommen wir in diese Liga, wo man Fußbremse braucht, Kipppunkt, wo man sagt, okay, das wird schon richtig spannend. Ja? Da ist natürlich das Nakedbike ein Vorteil. Erstens der gerade Lenker und der nächste Vorteil ist, du hast eine kleine Maske bzw. gar keine Plastikmaske vorne und jetzt baut sich das natürlich nicht so extrem auf vor dir und macht dich optisch jetzt natürlich nicht so, schüchtert dich nicht so arg ein, als wenn das vor dir so ein riesen Plastikteil auftaucht, denkst du, boah, ich fliege gleich hinten runter, ist meistens nicht so. Also für den Kopf her ist Nakedbike natürlich einfacher, ja. Vom Style her finde ich wieder natürlich Krickel cooler. Ja. Du, und in der Zeit, wo du aktiv, du hast ja glaube ich wirklich so an Wettbewerben teilgenommen und so, also du warst auch in so einer Partie mit dabei und du hast das recht ernst betrieben.
mit welchem Motorrad bist du denn damals gefahren? Was war denn so dein Baby, was du gesagt hast, mit dem habe ich einfach das beste Gefühl und mit dem hole ich das meiste für mich raus? Genau, wir haben eine leibende Partie gehabt, wir waren die Vienna Streetwalkers, wir waren zu dritt dann auch die Shows gefahren und jeder von uns hat eine 600er Rennmaschine gehabt. Die anderen zwei Kollegen haben eine CBR 600 gehabt und ich habe eine Kawasaki ZX6R gehabt. Und wir haben die ersten Einspritzermodelle verwendet, weil die fürs Wheelie-Fahren natürlich viel besser funktionieren als die Vergasergeschichten. Wenn du so steil Wheelie fährst und langsam vielleicht noch, dann ist mit dem Vergaser halt irgendwann einmal vorbei und die Einspritzer rennen halt immer. Ja. Das heißt, so die ersten Einspritzer 600er und ZX6R waren so die Wahl der Dinge, das ist einfach das beste Gerät gewesen dafür. Hat auch halbwegs was ausgehalten, das hat schon ein paar Crashes ausgehalten und war nicht gleich in 8 Richtungen verbogen. Ja. Also war schon gut, ja. So 600er. Ja. Ja. Ja, zum Stichwort Crashes bzw. Crashes vermeiden, haben wir natürlich auch geschaut, dass wir adäquate Bereifung draufkriegen. Einerseits wollte ich natürlich auch ein bisschen fahren mit den Dingen und Spaß haben, aber man dachte, da braucht man einen sportlichen Reifen. Und mit dir habe ich gesprochen gehabt und du hast gesagt, hauptsächlich viel Grip am Vorderrad, dass du halt natürlich leibende Stoppies hinbringst. Ja, genau. Und da haben wir uns entschieden für einen Conti Racetech 2 Street. Ist ja echt ein leibender Reifen, haben wir auf beiden Motorrädern drauf gehabt, bin ich mehrfach schon gefahren und der ist natürlich auch mit dieser Leistung von einer R7, aber auch von einer Suzuki GSX-8S nicht ans Limit zu bringen und hat den großen Vorteil auf so einem Track, du brauchst keine Heizdecken, das ist easy im Handling, das hat auch wirklich einen geschmeidigen Grenzbereich, auch wenn man es mal ausloten möchte. Also mit dem Reifen war ich sehr zufrieden und ich hoffe, für dich hat es auch gepasst, meine Wahl, die ich dir aufs Auge gedrückt habe, Kurt, oder? Auf jeden Fall. Also ich war auch positiv überrascht. Das Einzige, was ich eben fürs Wheelie-Fahren, fürs Geradeaus-Wheelie-Fahren mache, ist, ich lasse hinten ein bisschen Luft aus und durch dieses Luftauslassen bekommt der Reifen eine größere Auflagefläche und hat halt viel mehr Tendenz, dass er nur geradeaus fahren will. Ja. Und das habe ich halt auf 1,2 Bar runterlassen, ist perfekt geradeaus gefahren, ist selbst fürs Wheelie-Fahren ein perfekter Reifen. Also ich kann nichts Schlechtes sagen. Ja. Wirklich gut. Ja. Und wenn du dann so Wettbewerbe gefahren bist, Kurt, was waren denn da so diese Disziplinen, die da immer an der Tagesordnung waren? Was hat es denn alles gegeben, was hat man können müssen? Also die klassischen Stunts, also Stuntfahren setzt sich aus, sag ich mal, 4 oder 5 Grundtricks zusammen. Das ist Wheelie-Fahren, Stoppie-Fahren, dann hast du Driften und Burnouts, dann hast du noch so Akrobatik-Tricks, das ist am Tank stehen, verkehrt am Tank stehen, Kopfstand machen, das Akrobatik-Sachen. Und dann gibt es halt, was bei den Contests noch bewertet wird, ist auch dieses Show-Effekt. Ja. Wie kannst du mit dem Publikum umgehen? Wie bindest du das ein? Weißt du, machst du immer das Gleiche? Also diese 5 Grundsachen gibt es einmal. Und die Königsdisziplin ist definitiv Stoppies machen. Also das ist deswegen so schwer, weil es ja beim Stoppie bremst man halt an, hebt das Hinterrad und dann öffnet man die Bremse und man rollt halt wieder. Ja. Das Problem ist, wenn du es halt einmal übertreibst, gibt es halt keinen Weg zurück. Ja. Beim Wheelie-Fahren kann ich Gas geben, dass es in die Höhe kommt und mit der Fußbremse, wenn ich zu weit hinten bin, kann ich mich wieder nach vorholen. Das heißt, ich bin immer safe. Ja. Stoppie ist halt, da gibt es keinen Safe. Wenn du einmal über diesen Point of No Return bist, ist einfach alles vorbei. Ja. Und Stoppie-Fahren ist halt definitiv die Königsdisziplin. Ja. Beim Stuntfahren, bei den Contests hat es immer gegeben 30 Meter Anlauf, ist für jeden gleich. Dann gibt es eine Linie und ab dort, wer weiter rollen kann. Ja. Und das waren eigentlich immer die spannendsten Contests sozusagen. Ja. Ja. Also Stoppie ist schon ziemlich männlich, ja, wenn man das gut kann. Ja, gut, und jetzt glaube ich, haben wir ein bisschen plaudert und haben also ein Bild gezeichnet, ja, dass die Leute dich ein bisschen auch kennenlernen. Kommen wir zu den 5 Tipps. Ja. Hast du es noch parat? Wir haben ja gestern schon ein bisschen plaudert. Ja. Fünf Tipps. Für die Leute, die jetzt Wheelie fahren lernen wollen. Ja. Das heißt, die haben ein Motorrad zu Hause und die wollen jetzt was probieren. Oder sie kaufen sich vielleicht ein Motorrad. Aber ich lasse schon gleich dich zu Wort kommen. Was sind die 5 essentiellen Tipps eines Profis? Womit beginnt man? Was muss man beachten? Also der erste Tipp wäre schon mal, wenn man diese ganze Wheelie-Geschichten auf einem abgesperrten Platz macht. Also ich würde es nicht auf der Straße machen oder zumindest nicht auf der Straße lernen. Ja? Wenn man schon so cool sein muss, dann schaut man halt. Aber prinzipiell ist ein abgesperrter Platz, ist leiwand entweder ein Rübenplatz oder irgendeine Zufahrtsstraße, die vielleicht ein Haberer von einer Firma kehrt oder was auch immer. Irgendwo, wo man halt nicht im öffentlichen Verkehr ist. Ja? Wo man sagt, man kann das in Ruhe üben. Ja? Weil wir haben das auch so angefangen. Also wir sind auf dem Rübenplatz in der Nähe Wien, sind jeden Tag hingefahren mit dem Bus, Moped ausgeladen, dann haben wir unsere Tricks halt geübt und trainiert, eingeladen und wieder heim. Also wir sind nie auf der Straße, haben uns Vienna Street Rockers genannt, haben das aber nie auf der Straße betrieben. Und auch nicht, wenn wir Shows gefahren sind, haben wir auch immer gesagt, hey bitte, cool, will ich fahren, aber bitte nicht auf der Straße.
Jetzt muss ich vielleicht für unsere deutschen und Schweizer Zuschauer Rübenplatz erläutern. Das ist in Österreich so umgangssprachlich eine landwirtschaftlich genutzte, asphaltierte oder betonierte Fläche, also viel Raum. Und wenn landwirtschaftlich dort gerade nichts liegt, also keine Rüben, die Früchte, die Feldfrüchte sind damit gemeint, dann kann man da diese Flächen oftmals nutzen und hat natürlich eine tolle Spielwiese für diese Experimente. Aber gut, wir kommen zu Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 2 wäre auch ein schwaches Motorrad am Anfang zu verwenden. Ja? Das heißt, mit einem schwachen Motorrad kann man sich erstens einmal nicht so schnell vertun. Das heißt, das Ding hupft da halt jetzt nicht gleich ins Gesicht. Und was noch ist, wenn man richtig Willi fahren lernen, muss man es natürlich mit der Kupplung, erster Gang, aufkuppeln lernen. Ja? Das heißt, mit einem schwachen Motorrad ist das viel einfacher. Ja? Tipp 3 wäre für mich, wenn man natürlich Hinterrad fahren lernen möchte, hinten die Luft auslassen. Zumindest auf ein Bar runter. Und dadurch hat man es einfach viel einfacher, wenn man Hinterrad fahren lernen möchte, dass es einfach kerzengerad ausfahrt. Weil ab dem Moment, wo dann natürlich 2,4 Bar Reifendruck oder was halt der Hersteller sagt drinnen ist, will es immer in irgendeine Richtung abbiegen. Solange du auf Gas bist, fahrt das eh geradeaus. Aber wenn du natürlich dann höher wirst und mehr zum Kipppunkt kommst, wirst du merken, dass das einfach wie ein Motorrad halt möchte, links oder rechts fahren will. Wenn da wenig Reifendruck ist, fahrt es natürlich kerzengerad. Ja. Der nächste Tipp wäre, wenn ihr dann schon ein bisschen Hinterrad fahren könnt, und zwischen Stehen und Sitzen Hinterrad fahren ist halt im Stehen zum Anfangen vielleicht schwieriger, weil es ein ungewohntes Gefühl ist, aber man nimmt nicht diese Schräglage oder diesen Kipp-Effekt vom Sitzen mit. Ja? Das heißt, es fühlt sich eigentlich einfacher an, weil das Motorrad unter dir wird steiler und du bleibst aber trotzdem im Oberkörper gerade und du siehst auch, wo du hinfährst. Ja? Das wäre auch noch ein guter Tipp, dass man halt sagt, dass man das Aufkuppeln lernt man halt mit dem im Sitzen, wo man sich wohlfühlt, sagt, okay, Knieschluss, zack, ich rutsche gleich mit dem Arsch nach hinten, das wäre auch ein Tipp für mich, Tipp 5 sozusagen, im Sitzen, wenn man Wheelie fahren lernen möchte, immer mit dem Arsch ganz nach hinten rutschen. Also wenn du jetzt eine Supermoto hast, dann geht das natürlich schwer. Da wäre vielleicht der Tipp mit dem linken Fuß einhängen bei der Fußraste, dass man nicht hinten runterrutscht. Bei Motorrädern wie Supersportler oder Naked Bikes, die halt einen Sozius haben, kann man mit dem Arsch, mit dem Bobschalt ganz nach hinten rutschen. Und wenn man dann Wheelie fährt, rutscht man eh automatisch nach unten, weil man sich halt wie in einem Klimmzug festhält. Und wenn man dann hinten ansitzt, ja, dann ist das natürlich auch viel einfacher zum Steuern. Ja. Ja. Weltklasse. Liebe Zuseher, 5 Tipps von einem Profi. Nehmt euch das vielleicht zu Herzen. Das mit einem schwachen Motorrad finde ich überhaupt einen guten Tipp, weil das ist dann oft auch wahrscheinlich ein günstigeres Bike, dass man sich so für Spielereien zulegt. Aber ich habe jetzt noch eine Frage. Vielleicht entsteht daraus ein Bonustipp, Kurt. Welchen Gang nimmt man? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, ich meine, ich fahre auch wirklich gerne am Hinterrad und für mich ist das auf so einem starken Motorrad natürlich wahnsinnig geil, wenn du aufreißt, dann Power Wheelies magst. Ja. Aber du kannst ja das so richtig mit der Hinterradbremse dosiert, du kannst sogar verzögern, glaube ich, am Hinterrad, habe ich gesehen. Wirklich traumhaft. Aber was für einen Gang verwendet man, wenn man jetzt gerade nicht sagt, okay, da hat man wahnsinnig groß an der Übersetzung was angepasst oder geändert, sondern du gehst jetzt einfach vor so einem mittelstarken Serienmotorrad aus. Nimmst du immer den ersten oder so einen? Ja, also ich nehme immer den ersten Gang, weil ich möchte auch, bei mir geht es im Willifahren auch darum, wenn ich das jetzt kontrolliert langsam fahren möchte, muss ich halt einfach den ersten Gang nehmen. Erstens hat er die meiste Kraft und ich wäre nicht gleich so schnell. Ja. Das ist auch prinzipiell zum Lernen einfacher, eben deswegen mit einem schwachen Motorrad, weil du nicht gleich 100 km/h oben hast. Weil wenn du jetzt mit 30 km/h wegfliegst, tut es weniger weh, als wenn du mit 100 km/h wegfliegst. Ja. Also im Endeffekt, ja, ich sage, erster Gang ist definitiv zum richtig Wheelie fahren lernen sicher das Gescheiteste. Ja. Ja. Weil man natürlich Power Wheelie ist, kann man dann auch die Gänge durchschalten und halt und richtig einmal Gas geben. Das ist natürlich auch geil, aber zwischen Power Wheelies und richtig Wheelie fahren oder halt Stunt fahren in dem Fall sind dann halt dann sind zwei verschiedene Paar Schuhe halt. Ja. Ja, ja. Voll. Weltklasse. Gut, danke dir auf jeden Fall. Hat echt Spaß gemacht mit dir auch zum Fahren und auf deiner Aprilia RS V4 bist du ein richtiger flotter Kerl. Ich habe gehört, unter 2.0 bist du heute schon unterwegs gewesen. Der Pannonia-Ring war echt leibend. Ja, wie schon erwähnt, Kurt, es war meine wahnsinnige Ehre, dass du mit dabei warst bei unseren 1000 Best Track Days. Und liebe Zuseher, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schenkt uns einen Daumen hoch oder ein nettes Kommentar. Lasst mir gerne auch wissen, was ihr zu den Stunts vom Kurt gesagt habt. Mich hat's auf jeden Fall begeistert gestern. Ja, haben wir am Abend gemacht. Echt ganz, ganz fein. Und damit jetzt beste Grüße zu euch nach Hause und wir sehen uns beim nächsten Mal. Pfiat euch. Ciao.